Hallo und willkommen auf meinem Kanal und zu einem neuen Video. Ja, selbe Köder, anderer Spot, selbes Silber. Quasi wieder 500 pro Stunde. Echt Wahnsinn. Also Karamell rennt ja zurzeit wie Sau. Ja, wir sind jetzt hier 2 Stunden 2 Minuten. Ja, wir gucken mal. Spiegelkarpfen Dinkelsbühler, Zeilenkarpfen F1er. Giebel mit Trophik, ein Kohaku. Also ich habe jetzt noch nicht so viel Glück mit Kois, aber wieder eine, wir nennen sie einfach mal Dorfski-Schleie. 3,6 Kilo, sehr geil. 4 Ogons, Schuppenkarpfen, Spiegelkarpfen. Ja, mit der Schleie, da gehe ich jetzt nochmal ganz kurz drauf ein gleich. Wir gucken mal, wieder 1100 Silber nach 2 Stunden, ja die Schleie. Bringt natürlich gut, trotzdem hätten wir ohne die auch noch 1000 Silber gehabt. Ja, was mir sehr stark aufgefallen ist mit dieser Schleie, ist ganz einfach. Ich habe jetzt die ganze Zeit immer mit Groß 1 geangelt, nicht eine verkackte Schleie. Also nicht diese neue Schleie. Sobald ich ein 2-0er drauf mache, fange ich diese Schleie. Na, das ist jetzt schon 4 oder 5 Mal der Fall. Und die Trophäe habe ich ja, meine ich, auch auf 1-0er riesig gefangen oder zwischen meiner 1-0er. Auf Groß 1 kriege ich diese Schleie einfach nicht dran. Das ist also, wer ein bisschen gezielter auf diese Schleie angeln will, sollte wirklich mal Risik 1 oder Risik 2 einfach probieren. Das ist echt der Knüller. Und ich habe einfach alle drei umgerüstet mal auf Risik 2. Ja, und wir haben einfach wieder hier Karamell. Pellet 14, Caramel Boily, sinkend Milchcreme und den Dip vom gestrigen Video oder von heute Nacht vielmehr. Ja, ich zeige es nochmal. Gemahlene Erbsen mal als Basis, Caramel 8 gemahlen, Pop-Up 8er gemahlen, süße Sahne Feed Pellet 6 und 8. Caramel als Dip. Ja, 84 Fische in 2 Stunden wieder. Kann sich sehen lassen, da ist die Route wieder krumm. Also die Bissfrequenz ist jetzt nicht viel weniger geworden. Trotz den größeren Haken, muss man sagen, da haben wir schon wieder Biss. Also man kann gar nicht so schnell Köder nachkaufen, wie die hier leer gehen. Den nehmen wir auch noch mit. Oh, ein seltenes Exemplar, eine Karausche auf 2-0er Haken. Knaller. Ja, was soll man sagen, ne? Wir stehen hier quasi am Anfang. Ja? Ich meine, da brauchen wir jetzt gar nichts gucken. Da starten wir. Wir gehen hier runter zu dem ollen Eimer. Werfen ein bisschen links neben den Seerosen auf 10 Meter Clip. Und das war's. Ja? Wunderbare Frequenz. Jetzt haben wir schon 2 aktive Spots, wo man auch wechseln kann. Wenn der wenn ein Spot mal müde wird, geht man einfach zum anderen rüber. So habe ich das jetzt gemacht, vom einen Spot zu dem, weil der andere für mich nicht mehr ertragreich gewesen ist. Und hier hat es auch ein bisschen gedauert, bis es anlief, aber dann läuft es hintereinander. Ja, mehr muss man auch nicht sagen. Wie gesagt, echt ein Phänomen mit dieser dummen Schleie. Immer, wenn ich über groß 1 gehe, kriege ich so ein Vieh dran. Letztes Mal auch, war auch 3,6 Kilo. Naja, könnt ihr ja mal probieren. Haut mal große Haken dran. Könnt ihr mal berichten, ob ihr auch dann so eine Schleie dran bekommt, wenn ihr sie vorher noch nicht gehabt habt. Vielleicht habt ihr ja auch das Glück. Oder vielleicht ist es kein Glück. Vielleicht beißen die eben auf größere Haken. Warum auch immer. In diesem Sinne, einen schönen Sonntag. Petri Dank, Petri Heil. Bis zum nächsten Mal und tschüss.